Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich habe sehr gefroren die Nacht und habe echt Angst, dass ich mich hier erkälte, einfach nur weil hier zu wenig Decken sind und dass dann alle denken, ich habe diesen Virus. Das kotzt mich richtig an und dann muss ich auch ständig niesen wegen dem Staub hier. Ohne Witz. Das macht mich echt sauer. Und wenn mich das irgendwie daran hindert, hier wegzukommen, dann hängen nicht nur meine Klamotten an dieser Lampe, sondern auch ich. So. Was für ein Virus? Ja, das ist wirklich so. Naja, jedenfalls haben wir langsam wirklich Angst, hier nicht mehr wegzukommen. Und du hast jetzt stundenlang beim Flughafen angerufen? Nee, ich möchte nicht wissen, wie viele Nummern ich probiert habe. Oder die haben mir dann eine Nummer durchgegeben, das fand ich ja sehr, sehr freundlich. Aber da geht halt niemand ran oder die drücken einen weg. Du kommst ran und dann geht's. Bei Condor hört keiner. Die einzigen, die richtige Ehrenmänner auf dieser Insel sind, das ist die Seilbahn, weil die gehen sofort ran und sagen, die haben geöffnet. Ja. Und da gehen wir jetzt hin. Richtig. Jawohl. Ich habe mich ja im Käfersvlog schon ausführlich beschwert, was das in dem Hotel angeht mit den Decken. Also ich habe jetzt mittlerweile nur noch eine Decke in der Nacht, habe übelst gefroren die Nacht. Und die Hausstauballergie, also meine Augen, ich muss die ganze Zeit niesen und das geht mir richtig auf den Senkel. Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Hier, die Restaurants sind auch alle leer. Da sitzen nur die ganzen Mitarbeiter draußen, kein einziger Gast drin. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist Sonntagnachmittag. Es ist super Wetter. Und hier wären normalerweise hunderte Leute, die in Restaurants sitzen. Das ist alles geschlossen hier. Die Läden haben wir normalerweise auch Sonntag offen. Es ist alles zu. Es ist wie ausgestorben. Nur ein paar Touristen laufen hier rum. Und wir versuchen jetzt mal mit der Seilbahn zu fahren. Es ist wirklich deprimierend. Eine sehr, sehr seltsame Stimmung. Also gestern Nacht war es schon komisch. Samstagnacht war einfach kein Mensch auf der Straße. Eieiei. Statement. Selbst der Mitarbeiter von dem Pizza Hut hat er dann gemeint, der weiß nie, was er machen soll. Also das heißt, die haben ja heute Nacht die Entscheidung getroffen oder treffen die jetzt noch, wie es genau ausschaut. Und die sind dann alle arbeitslos. Der hat gemeint, die machen den Laden dicht. Das ist dann nichts mehr. Nice. Ja, das ist hier anscheinend ganz normal. Frühstück wird erstmal eingekauft. Es gibt feinstes Huhn. Creme. Ich bereue es jetzt schon hier einzusteigen. Es riecht nach Rentner. Schön ist es definitiv. Kann man nicht meckern. Es schwankt. Ich hasse es. Das ist wunderschön. Eieieiei. Geil, Alter. Einfach nur geil. Auf jeden Fall das passende Schuhwerk am Start. Puh, schon leicht außer Atem. Der alten Raucherlunge. Aber geil. Dieser kalte Wind hier oben, der von der anderen Seite der Insel weht. Oh, das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schmackhaft. Ein Fenster. Gangbang. Das schmeckt. Vermeiden wir eigentlich große Menschenansammlungen? Auf keinen Fall. Nee, aber das Ding ist, also ich war in der Ukraine schon oft, aber ich war immer nur in Kiew oder Odessa. Und ich würde aber auch gerne mal eben so ein bisschen rausfahren. Das Problem da ist halt wieder, dass du da eigentlich fast irgendjemanden Einheimischen raus, der. Heute ist mal was anders und zwar war heute der Room Service gar nicht da. Also die Betten wurden nicht gemacht vom Hotel und das hat einen Vorteil, dass wenigstens keine Decke verschwunden ist. Also ich habe nach wie vor meine eine Decke noch da. Ey, wirklich, das ist einfach so geisteskrank. Statement zum Betten Gate. Die haben wahrscheinlich Angst zu uns, Angst vor uns. Ich bin sprachlos.
So, wie immer werden abends noch Designs gemacht für euch, geliebte Brüder und Schwestern. Und ja. Käfer, gib mal bitte ein Preview in diesem Vlog. Lul. Morgen muss ich auf jeden Fall Wäsche waschen. Die Sachen sind schon wieder, naja. Ich werde diese Nacht in Kleidung schlafen, also in meinem Pullover und in langer Hose, weil, ja, wie gesagt, ich habe nur noch eine Decke. Habe ich ja euch jetzt mittlerweile genug mitgeteilt. Ich sage schon mal gute Nacht und freue mich darauf, dass wir heute mal wieder ein bisschen was Neues von der Insel sehen. Und ich denke mal, viele Geschäfte werden geschlossen sein, wegen dem Virus und so. Gute Nacht. Guten Abend.